Ein neuer Sega Sonntag und endlich kommen wir zu einer meiner Lieblingsserien auf dem Mega Drive überhaupt, und zwar Streets of Rage. Streets of Rage ist ein klassischer Brawler, wie er sein sollte, so wie es auch die Konkurrenz mit Final Fight oder Double Dragon gemacht hat. Das Spiel wurde sogar für das Master System und den GameCube geportet, aber die Mega Drive Fassung ist dann natürlich doch um Welten überlegen und macht dadurch auch am meisten Spaß. Was denn einem Brawler natürlich nicht fehlen darf, ist ein Multiplayer. Zusammen macht so ein Spiel ja auch am meisten Spaß, egal ob alleine oder zu zweit, zur Auswahl stehen euch drei Charaktere. Da wäre Axel mein Hauptcharakter, hat mit seinem Martial Arts Stil ordentlich Wumms in der Faust und ist schnell, aber ist auch nicht der beste Springer. Adam ist ein Boxer, wie so ziemlich jeder Schwarze aus der Zeit, der in einem Prügelspiel war. Ach ja, klassische Klischees. Dementsprechend ist er sehr stark und er kann auch ordentlich hüpfen, er ist aber nicht so agil wie Axel. Dann wäre da noch Blaze. Blaze ist ziemlich auf Judo spezialisiert, sie ist schnell, egal ob am Boden oder in der Luft, ist aber vor dem Trio die Schwächste. Ach ja, Klischee Nummer 2. Was alle gemeinsam haben, sie sind alle drei ehemalige Cops. Die Stadt wurde nämlich von einem kriminellen Syndikat eingenommen, inklusive der Polizei. In den Straßen lauert die Gewalt an jeder Ecke, deswegen haben die drei sich vor der Polizei entfernt und schlagen sich alleine durch, um das Syndikat ein Ende zu setzen. Endlich im Spiel angekommen, prügelt man sich eben von links nach rechts durch und mein Gott, es macht immer wieder so einen Spaß. Da das Spiel von 91 ist, sprüht es natürlich nur von dieser Zeit. Neonbeleuchtungen, wo man hinsieht, skurrile Outfits und ohne ärmellose Oberteile und bunte Haare geht hier gar nichts. Um die Sache ein bisschen einfacher zu machen, warten hinter Mülleimer, Fässer, Telefonzellen etc. Schlag- und Stechwaffen auf euch, die eine große Hilfe sein können. Es könnte aber auch was zu futtern rausspringen, die eure Lebensanzeige wieder ein bisschen auf Vordermann bringt. Oder ein Geldsack, der aber nur für die in Highscore gut ist. Also das glaube ich jetzt zumindest, so kam es mir zumindest immer vor. Oben in der Mitte ist so ein S in einer Explosion. Das ist so eine Art Super-Move, den ihr begrenzt einsetzen könnt, die Zahl steht daneben. Das ist so eine klassische Ich-verwüst-alles-auf-dem-Bildschirm-Attacke, die gab es damals glaube ich auch in jedem einzigen Brawler. Ein Zeitlimit ist auch vorhanden, das oft ein bisschen drängt, aber wenn man nicht gerade rumtrödelt, dürfte das kein allzu großes Problem sein. Die Gegner an sich sind größtenteils immer dieselben, kommen immer mal wieder neu dazu, aber das ist in diesem Genre ja nichts Neues und auch irgendwie nichts Verwerfliches, da die meisten Gegner ohnehin nur Futter für meine Fäuste sind. Die Endgegner sind dagegen schön abwechslungsreich, aber können auch sehr fordernd sein. Weicht man nicht genügend aus und geht nur offensiv vor, wird man ziemlich schnell ins Gras beißen, denn viele Schläge von denen haltet man echt nicht aus. Die Stages bieten auch schöne Abwechslung. Ist jetzt nicht wie bei Turtles in Time, in der jede Stage ein komplett neues Setting hat, aber hier wird dieses Flair einer kriminell überrannten Stadt aus den 80ern und 90ern echt richtig schön eingefangen. Also man fühlt sich sofort wie in irgendeinem 80er Jahre David Hasselhoff Film. Das Spiel lässt euch auch sogar eine große Sache entscheiden, was es ist, findet es selbst heraus. Streets of Rage macht echt viel richtig und vor allem Spaß. Aber es gibt Spieleserien, da ist dann Teil 1 doch nicht der beste und Streets of Rage ist vielleicht so ein Fall. Was ich damit meine und so, vielleicht finden wir es bald raus.